Hallo, werte Motorradtestgemeinde. Heute möchte ich euch meine beiden Motorräder vorstellen. Beginnen möchte ich mit der Kawasaki W650. Als Fan der britischen Twins der 60er und 70er Jahre führte für mich kein Weg an dieser Maschine vorbei. Auch wo schon die Triumph Bonneville am Start war, 2004, entschied ich mich eindeutig für die Kawasaki aufgrund des authentischeren Motorkonzeptes. Handelt es sich doch bei der Kawasaki um einen Langhuber und einen echten Gleichläufer. Eben genau die alte englische Schule. Die Maschine habe ich im Oktober 2003 neu gekauft. Kaufpreis damals knapp 6.400 Euro. Aus Berichten wusste ich, dass die hinteren Federbeine, originale Federbeine von Kawasaki, nicht der Weisheit letzter Schluss waren. Die Maschine war in Kurven leicht nervös, sodass ich gedanklich hier schon einen Preis für Ersatzfederbeine eingeplant habe. Tatsächlich war es so, dass die Straßenlage nicht die beste war, sodass ich mich entschieden habe, von Wilbers neue Federbeine zu besorgen und einbauen zu lassen. Das Fahrverhalten änderte sich schlagartig. Nun ist auch wirklich sportliche Fahrweise problemlos möglich. An der Optik habe ich auch ein bisschen was gedreht. Zunächst mal Lenkerendenblinker und filigranere Spiegel, die der Optik weiter zugute kamen. Letztes Jahr habe ich dann noch die verchromten Schutzbleche gegen kleinere, leichtere austauschen lassen, um die sportliche Optik etwas zu betonen. Dabei wurde ein kleines LED-Rücklicht angebaut und der Nummernschildhalter etwas nach oben versetzt. Der Motor ist eine Wucht, ich kann es nicht anders sagen. sehr gutmütig, schon kurz über Leerlauf, Drehzahl bei etwas über 1000 Touren, lässt es sich problemlos im sechsten Gang, beziehungsweise im fünften Gang, ist ein Fünfganggetriebe, gemütlich durch die Stadt rollen lassen. Schaltpunkte, wenn man beschleunigt, bei zwischen 4.000 und 5.000 Umdrehungen. Höher drehen bringt nichts, da kommt dann nicht mehr viel. Allerdings ist dieser Drehzahlbereich genau da, wo man sich auf der Landstraße bewegt. Die Maschine macht wahnsinnig Spaß. Es ist ein echter Allrounder. Sie kann nicht besonders gut, aber von allem etwas. Was sie allerdings hervorragend kann, ist Spaß bereiten. Die Maschine ist inzwischen 18 Jahre alt und hat sage und schreibe 120.000 Kilometer auf der Uhr. Technische Probleme gab es in der ganzen Zeit keine einzigen. Es ist wirklich erstaunlich, wie robust im Vergleich auch zu den damaligen englischen Maschinen so ein Paralleltwin sein kann. So, ich hoffe, ihr habt ein wenig Spaß mit der Vorstellung. Als nächstes kommt meine zweite Maschine. Bis gleich. Tschüss.